Ah ja. Hallo, was ist denn hier los? Oh Mann, da bin ich ja doch getroffen am Ende. Okay. Ist das Kirby 64 Musik oder sowas? Oder wo soll das sein? Ich bin überfordert mit sowas hier. Das ist mir zu viel. Mein Kopf rastet hier förmlich aus von sowas. So. Ich habe mir jetzt mal gerade nebenbei auch ein Safe State gesetzt. Weil das ist der erste Safe State, seitdem ich diese Aufnahme hier gestartet habe. Und wenn ich jetzt außerdem auf Load Set kommen würde, dann wird das ein sehr blödes Ergebnis. Okay. Ich habe was. Toll. Zur Bewaffnung. Warte mal, das hat sogar geklappt. Haha, okay. Ja, scheiße, und jetzt? Ich glaube, ich bin am Arsch. Kann das sein? Moment. Kann ich das nochmal neu spawnen lassen? Oder, bessere Idee. Ich hole mir einfach hier eine neue Waffe mit. Toll, jetzt wo der coole Musikpart losging. Ja, warte mal. Okay, vielleicht gibt es noch ein paar mehr für mich. Ich sterbe in der Luft, weil da ein Koopa aus dem Nichts kommt. Ich habe ein kleines Problem. Warte mal. Ah, so geht das. Glaube ich. Hätte ich ihn fangen müssen? Und dann trifft er mich am Ende noch. Das ist ja die größte Kacke. So, ich darf ja nicht zu tief, weil sonst sterbe ich ja, weil ich zu tief bin. Ja, dann fliegt man hier wieder abgeprallt. So, lass mich mal hier rauf. So, hier so hochrennen ist ja nicht drin. Man fällt ja auch sehr schnell von den Dingern wieder runter. So, jetzt muss ich was sehr Schwieriges hier leisten. Nämlich auf den hier rauf, aber von den anderen mich gleichzeitig nicht treffen lassen. Ich hab's. Das war echt schwer. Ich glaube auch nicht, dass ich das so gelöst habe, wie das Spiel es von mir gewollt hat. Um ehrlich zu sein, wie viele schmeißt ihr denn davon? Wisst ihr, was das Schlimme ist? Dass sie irgendwie doch immer so gesetzt sind, diese Koopa-Shells und Koopa-Typen selbst, dass sie einen doch irgendwie immer wieder doch dran kriegen. So meine ich. Eigentlich habe ich ihn erwischt, aber das Spiel sagt, nein, du stirbst. Okay, was sind das für Baby-Piranhas da dran? Das meine ich, ey. Von allen Seiten. Lass mich doch mal eine Sekunde in Ruhe. Hier. Guck mal, ich balanciere mit 4 Koopa-Shells. Checkpoint. Ganz schön Stress basierend hier. Reset. Ja. Und jetzt? Muss ich das da reinschmeißen? Ja, aber er darf ja nicht sterben dabei. Kann ich einen Super-Duper-Koopa-Shell-Jump machen? Will das Spiel das sogar von mir? Das reicht nicht. Die Musik. Klingt wie, wenn eine Schallplatte sich aufhängt. Oder ein Computerprogramm sich aufhängt. Ja, okay, ist mir scheißegal. So habe ich es jetzt gelöst. Jetzt brauche ich noch eine Koopa-Shell, die ich nicht habe. Ah, toll! Ich verstehe es nicht. Okay, das Spiel hat gewonnen. Preset. Was soll ich auch machen? So. Ich drücke hier. Er kommt runter. Oh,
Also halt doch so reinschmeißen. Geht ja wohl nicht anders. Ja, aber er stirbt. Jetzt. Hat ja auch lang genug gedauert. So, die muss aber mit. So nämlich. Okay. Ah, ich habe vergessen, die Cooper-Scheibe mitzunehmen. So, die rollt hier auf der Stelle. So, hier darf man nichts falsch machen. Und jetzt so? Vermutlich nicht. Weil das Spiel bestimmt wieder sagt, haha, du hättest die Cooper-Scheibe doch mitnehmen müssen die ganze Zeit. Oder? Vielleicht auch nicht. So, dann mach mal. Ja, vielen Dank. Was soll das? Okay, her damit. Nein. Ich weiß nicht mal, was ich hier zu tun habe. Außer ihn töten. Ah. Das resettet die Stelle. Wieso stirbst du? Ohne Scheiß, die sterben nie, wenn man es braucht, aber in so einem Level sind die wie Lemminge. Oder. Wie wisst ihr euch mal an? So, mach dein komisches. Ah, shit. So geht der Scheiß nämlich. Okay. Boah, ey. Ihr würdet euch keine Gelegenheit ausgelassen. Jetzt muss ich den so hauen. Ja, aber ich hab's verkackt. Ich hab's. Dann du runter. Und dann kann ich hier hin, oder was? Okay, von mir aus. Ach, du haust den auf. Okay. Oh nein. Moment. Ja, es ist total super gelaufen. Ich wollte es nämlich genau so. Ach. Mann. Andersrum, oder? Wieder verkackt. Man kann... Das ist ja das Problem. Man kann es halt sehr schnell verkacken. Nein. So? Auch nicht. So. Ja, jetzt. Boah, guck mal, wie viele Versuche es dauert, obwohl... Ich sogar weiß, was ich hier machen muss. Oh, da bin ich zu früh gesprungen. Okay. Oh, das Level regt mich auf. Ja. Ich glaube, das muss ich so machen. Ich habe keine Ahnung. Okay. Nein, doch nicht die alle kaputt machen. Oh. Moment. Okay, so. Nicht so! Boah. Ich fühle mich schon wieder wie Plankton, der in diesem Krabs-Roboter alles drücken muss. So. Offensichtlich verkackt. Ja, okay, gut. Oder auch nicht gut. Was weiß ich denn schon? Außer, dass ich nur tot bin die ganze Zeit. Oder irgendwie mich so feststecke, dass ich nicht mehr weiterkomme hier. Nein. Oh, okay, Reset. Wohin resettet es mich? Ja, schön. Erstmal die Hälfte hier von vorne machen. Na toll, es geht hier weiter. Nein, warum macht der eine Cooper nicht den anderen Cooper-Shell kaputt? So. Na, oh, dann fliege ich einfach runter. Ja, oder? Ich weiß es nicht. Nein, das ist schlecht. Alles, was ich mache, ist schlecht. Jetzt, nein. So. Und dann so.
Und dann so, nein, dann nicht so. Ich habe keine Ahnung. Ich bin völlig überfordert mit dieser Situation. Wie kann ich machen, dass es aufhört? Nein. Ich habe keine Ahnung. Ohne Scheiß, ich weiß es echt nicht, wie ich das hier löse. So, ich muss so machen. Ja, aber dann ist hier meine Koopa-Shell weg. So. Das heißt, so, dann schnell so. Nein. Kein Kaiso-Level, by the way. So, und so. Und dann hoffen, dass genau das hier nicht passiert. Keine Ahnung. Das war jetzt wirklich mein allerbester Anlauf, fand ich. Und er war immer noch kacke. So. Ach so, er muss sterben. Ich meine, nicht, dass ich das nicht ausgeschlossen hätte, dass ich den Koopa selber töte, aber meistens ist er ja gar nicht in dem Bereich, wo ich ihn erwischen kann, ist ja. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es. Nach all den Jahren. So, wenn ihr denkt, hier ist vorbei, natürlich liegt ihr falsch. Kick. Gut. Aber nur einmal. Was? So, stirb. Okay. Jetzt lass mich raten. Ich muss trotzdem die Koopa-Shell noch mitnehmen hier irgendwie. Ja, und dann ist es schon weggespawnt. Also, dann muss ich so und so und... Das klappt doch nicht. Oh! Warte mal. Ich glaube, ich habe mich kaputt gesafe-settet hier. Weiß ich noch nicht. So. Okay, jetzt. Oh. Habe ich's. Nächste Situation hier. Nein, das wird wahrscheinlich falsch gewesen sein. Es wird auch echt mal ein bisschen komplizierter. Das könnte richtig sein. Nein, ich habe zu früh gedrückt, glaube ich. Okay, ich glaube, wenn's das war, dann hat das diesmal erstaunlich gut geklappt. Was? Hallo. Kann dieses Level nicht einfach vorbei sein? Ich habe gesave-stated an der falschen... Oh, jetzt muss ich diesen Mist hier wieder von vorne machen. Okay. Ja, völlig logisch. Habt ihr ja selber gesehen. Glitsch dich einfach durchs halbe Level einmal durch. Ey, jetzt muss ich das hier auch nochmal von vorne machen. Und die Dinger funktionieren die halbe Zeit gar nicht. So. Save set. Moment. Darf ich die Münzen sammeln überhaupt? Achso, das macht keinen Unterschied. Kommt der da? Aber ich brauche ja wahrscheinlich selber die Koopa Shell, oder? Das heißt, muss eine schnelle Nummer hier werden. Schon zu langsam. Ah ne, ich muss ja erst selber so machen. Okay. Weiß nicht, ob okay. Keine Ahnung. Ich habe das Level nicht verstanden. Oder den Abschnitt von dem Level. Ach so, jetzt ist er so. Ah. Klar. Okay. Pures Chaos. Also, wir... Kann ich den nicht irgendwie abfangen oder sowas? Ich glaube nicht, dass ich das abfangen kann. Also.
Nein. Wie mache ich, dass es nicht passiert? Gar nicht. Mist. Ich verstehe es nicht. Wie mache ich... Wie kann ich das hier korrigieren? Ja wohl kaum da hochschmeißen. Selbst wenn ich jetzt wollen würde, dass der Cooper das kickt. Was habe ich dann davon? Also ich habe die komplette Situation nicht verstanden. Wenn ich jetzt mal versuche, dieser Münzspur zu folgen, werde ich auch kein bisschen schlauer. So, haha. Aha. Dann du. Keine Ahnung. Vielleicht ist das ja wieder so eine sehr offensichtliche Sache, die wieder jeder versteht außer mir. Dann tut es mir wieder mal von Herzen leid. Aber ich verstehe die Situation gerade überhaupt nicht. Also ich muss die Cooper Shell da runtergekickt bekommen. Aber inwiefern müsste ich mit diesem Typen hier interagieren? Ich versuche gerade noch was rauszufinden, okay? Wie hängt man da oben fest? Mann, ich will nur die Cooper scheinbar da hinlegen und gucken, was passiert. Aber der kickt die da auch nicht anders, als ich es tun würde. Von daher, was hat der denn für einen Mehrwert hier? Mit diesen Münzen. Nix. Vielleicht habe ich mich auch einfach ein bisschen satt gesehen an dieser Situation. Entschuldigung fürs Rumlascheln. Weil ich habe den Eindruck, ich müsste irgendwie die Situation nochmal von vorne das erste Mal sehen, um mir einen ganzen neuen Gesamteindruck zu verschaffen. Ich muss sie doch irgendwie abfangen. Aber selbst wenn ich es abfange, was macht das? Das macht gar keinen Unterschied. Wofür ist das hier? Dann kick du die. Nein, auch nicht. Ich krieg's nicht hin, dass er da unten landet und nicht runterfliegt. So, und ich mache jetzt 100-mal das Gleiche. So, jetzt ist das Trampolin unten, aber der Rest nicht. Also wirklich. So. Nein, ich sag jetzt so, als hätte ich jetzt eine neue Idee. Ich habe aber gar keine neue Idee. Ich bin völlig rat- und ahnungslos hier in diesem Kacklevel. So, er ist tot. Auch nicht. Jetzt ist der Cooper weg. Oder ist das die Lösung, dass ich das von da oben snipen muss? So ungefähr. Das macht ja auch keinen Unterschied, ne? Das macht überhaupt keinen Unterschied. Das kannst du ein paar Mal probieren, so aus Spaß. Das macht wirklich keinen Unterschied. Also, was übersehe ich? Warte mal. Oder muss ich... Nein, das ist, wird's auch nicht die Lösung sein. Denke ich.
ich die Cooper Shell hier nehmen muss? Das wird's nicht sein. Macht ja gar keinen Sinn, aber... Achso, sie ist sogar weggespawnt. Hat sich erledigt. Gut. Ich dachte, ich muss mit einem Shell-Jump vielleicht da hoch. Was ich aber nicht glaube. Weil es in meinen Augen gar keinen Sinn ergibt. Schade, wirklich. Ich wünschte, ich hätte das Level damit ein bisschen exploiten können. Kann ich aber nicht. Ich stecke hier hoffnungslos fest. Es tut mir leid, dass ich euch hier total langweile jetzt wahrscheinlich damit. Aber ich weiß hier nicht weiter. So vielleicht? Nein, auch nicht. Nimm die Cooper Shell. Okay. Es tut mir leid. Also wirklich, ich merke schon, dass es jetzt wirklich viel länger geht, als es eigentlich soll. Und ich glaube, wir kommen hier einfach nicht weiter. Es tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte jetzt so sagen, aha, hier, das und das, zack und zack. Aber nein, ich stecke hoffnungslos hier fest an dieser Stelle. Und weiß kein Stück mehr weiter. Wie kann denn das sein? Ist das so kompliziert? Das ist ja nicht mal so schwer wahrscheinlich. Wenn man weiß, wie man das hier lösen muss. Ja, also ich glaube, ich habe alles, was ich denke, was man tun kann, schon gemacht jetzt. So, ich kann das hier kaputt hauen. Ja, und dann liegt halt die andere Cooper Shell dort. Okay, ich kann den Kerl hier gleich rausholen. Ja, so, nicht so. Und dann was? Und dann so. Was kann ich noch? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich sie sogar miteinander getötet. Fantastisch. Warum soll das überhaupt passieren? So, gibt es hier irgendeine Art Tipp oder sowas für mich? Oder hat das jetzt hier irgendwas verändert? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Ich will hier weiterkommen. Ich will auch für euch, dass diese Stelle vorbei ist. Das ist doch scheiße, sich das anzuschauen die ganze Zeit. An so einer blöden Stelle, wo man einfach nicht weiterkommt. Das ist doch das größte Witzlose überhaupt hier. So, geh da rein. Das wär's. Macht er aber nicht. Der fliegt immer wieder da raus. Das funktioniert leider nicht. Es tut mir so von Herzen leid. Ich bin völlig verwirrt und verzweifelt an dieser Stelle hier. Moment. Müsste ich dafür sorgen, dass der Cooper darunter geht? Vielleicht? Die Idee kommt mir jetzt gerade ein bisschen spät. Eventuell schon. Eventuell ist er es die ganze Zeit, der hier runter müsste. Warte mal, aber funktioniert das überhaupt? Irgendwie nicht, weil der dreht sich immer noch mal nach rechts, bevor er nach links durchgeht. Seht ihr, und dann reicht das auch gar nicht. Funktioniert gar nicht. Also das wäre jetzt meine nächste Idee gewesen. Aber das geht ja auch irgendwie nicht, wisst ihr? Moment. Okay, Moment, ich versuche mich ja gerade zu sammeln. Ich dachte,
Vielleicht wenn er so macht, dann. Wieso musst du immer da runterfallen, du Scheißviech? Land doch mal hier oben drauf. Ich glaube, ich habe schon echt lange gebraucht, um zu checken, dass der Koopa hier hin muss. Aber leider weiß ich trotzdem nicht, wie es gehen soll. So jedenfalls nicht. So auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe den Eindruck, ich komme der Sache einen Schritt näher. Guck mal, er fällt hier so da runter. Und ich glaube, in dem Augenblick muss ich ihn irgendwie auch erwischen. Natürlich darf der P-Switch aber nicht runterfallen. Nein. Manchmal fällt er direkt auf die Koopa Shell zu. Manchmal geht er aber nochmal eine Runde nach links. Ich verstehe es nicht. Manchmal so, manchmal so. Nicht, dass es einen Unterschied hier macht. Ich bin so verzweifelt. Und selbst wenn der hier rübergehen würde, habe ich da überhaupt was von? Wenn ich nicht die Koopa Shell dabei mitnehme. Ich hatte es fast. Das war das, was ich meine. Manchmal fällt der, aber jetzt irgendwie nicht mehr so oft wie eben, so nach links. Und dann... Ich verstehe aber nicht, wann er das macht. So nämlich. Vielleicht muss ich selber rechts stehen. Nein. Wovon ist das abhängig? Das ist immer anders. Ja, nein. Er soll nicht sofort zur Koopa Shell und sie kicken. Er soll eine Runde machen. Nein, mach eine Runde. Eben hat er es gemacht und es sah knapp aus. Nein, mach bitte, wie ich es so möchte. Ja, nein. Ich habe auch wirklich mir gerade ein Safe Set ausgesucht. Mit sehr unangenehmer Musik. Ja, scheiße. Nein, geh nach rechts. Es ist, ich habe echt den Eindruck, das ist vom Zufall abhängig. Weil manchmal macht er so, manchmal macht er anders. Boah, fast. Das Problem ist, er muss es so machen und dann muss ich auch reagieren dementsprechend. Ich glaube, das macht gar keinen Unterschied, oder? Es tut mir leid. Ich glaube, ich gebe auf. Es tut mir... Wir hören auf. Wir hören auf. Wir hören auf. Es tut mir leid, dass ich eure Zeit verschwendet habe mal wieder. Schön, dass du einen Platz 26 erreicht hast. Ich weiß nicht, wie man dieses verkackte Level löst. Ich werde offline das jetzt machen. Ich werde jetzt die ganze Zeit danach suchen, bis ich eine Lösung habe. Aber ich muss euch nicht grundlos mit da reinziehen in dieses ganze Dilemma und Schlamassel. Es tut mir wirklich leid, dass wir jetzt eine halbe Stunde in diesem Level gesessen haben und die ganze Zeit dieser Kacke hier und auf keine Lösung am Ende kommen, weil das Schönste an so einem scheiß langen Level, wo man nicht weiterkommt, ist am Ende wenigstens der Moment, wo es dann A macht und es dann einfach läuft. Aber den kriege ich hier nicht. Ich kriege diesen Kackmoment nicht. Hier ist alles gleich. Nix ergibt eine Lösung. Es ist furchtbar. Ich hasse es.
So, und irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, das wird irgendwas sehr offensichtlich Piss-Einfaches sein, worauf ich aber jetzt einfach nicht komme und jeder von euch, der zuguckt, es aber irgendwie doch weiß, nur ich wieder nicht und dann am Ende so eine traurige Nummer dabei rauskommt, wo sich jeder einen Kopf fasst und denkt, Mann, mach doch einfach mal diese eine Sache, die man machen muss, um hier weiterzukommen, aber ich mache sie einfach nicht, weil ich es nicht hinbekomme, weil ich es nicht verstehe jetzt gerade in diesem Augenblick. Und das ist voll scheiße. Ich hasse es. Mann, kann das nicht einfach mal jetzt funktionieren? Ich werde so ungeduldig damit. Mann, das ist doch kacke so. Ach, Mann, es tut mir leid. Ich wollte es unbedingt schaffen. Tue ich aber nicht. So, ich mache so hier gleiche Scheiße wie eh und je. Ich komme auf kein Ergebnis. Es tut mir so leid. Außer ich snipe es von da oben. Das haben wir aber auch schon alles. Wir haben alles schon hinter uns. So, was ist, wenn ich das hier... Das bringt natürlich auch nichts. Es tut mir leid. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, ich habe es bis dahin raus. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Ach Mann, ey. Es sind echt solche Momente, die hasse ich einfach. Bis zum nächsten Mal.